Hey Leute, es ist Freitag und ja, wir haben nochmal die Woche themenfrei und ich dachte mir, ich mache was zu dem Thema unangenehme Situation und wie man sie vermeiden kann oder könnte. Ja, ich mache das Thema einfach aus dem Grund, weil ja, ich bin jetzt auch schon über ein Jahr geoutet und ja, ich bin auf Testosteron und ja, es kommen kleine Veränderungen, kleinere Veränderungen. Ich sage immer, ich müsste in dem Thema mit unangenehmen Situationen schon so ein bisschen drin sein, aber mir ist halt aufgefallen, dass auch immer wieder gleiche Situationen kommen, was immer noch unangenehm ist. Ich habe zwar herausgefunden, ja, ich weiß ein bisschen besser damit umzugehen, aber ich dachte mir einfach mal, ja, ich rede noch mal über das Thema. So als allererstes kommen die Klosituationen. Am Anfang war immer noch dieses, gehe ich jetzt aufs Raumklo oder aufs Männerklo? Ich weiß, ich gehöre aufs Männerklo, aber gehe ich lieber zur Sicherheit aufs Frauenklo? Wie mache ich das jetzt? Ja, das hat dann auch ein bisschen gedauert, aber jetzt gehe ich halt natürlich immer nur aufs Männerklo und da gehöre ich hin, da will ich hin. Ist eigentlich auch so immer alles ganz gut gelaufen, bis ich glaube, es war im Juni, da war CSD in Düsseldorf, so und dort bin ich aufs Klo gegangen und da war dann eine Klofrau, eine farbige Klofrau. Mit farbig, das hat jetzt nichts zu sagen, aber irgendwie passiert mir das häufiger, dass diese Frauen etwas sagen. Dort bin ich dann aufs Klo gegangen und ja, dort wurde ich dann angesprochen und ja, auch, ich sag mal, angefasst, ob ich ein Mann bin. Ja, die gute Frau war einfach nur ein bisschen verstört und wollte eigentlich nichts Böses. Ich meine, auf eine Art denkt man sich so, ja, mein Gott, eigentlich sollte man die Person nicht anfassen und so weiter und so fort und das auch nicht hinterfragen, denn die Person wird schon wissen, auf welches Klo sie geht und wo sie hingehört. Aber okay, hat sie gemacht. Was habe ich in der Situation gemacht? Es war mir unangenehm. Ich dachte mir so, ich gehöre hier hin, also werde ich auch hier aufs Klo gehen. Und ja, ich war einfach locker. Ich habe versucht, locker mit der Situation umzugehen und habe einfach gesagt, hey, ja, ich bin Junge, ich gehe jetzt ich gehe natürlich aufs Männerklo. Wohin soll ich denn sonst? So, alles super, habe ich gesagt. Und bin dann aufs Klo gegangen. Ja, und danach, Hände gewaschen, die haben mich immer noch komisch angeguckt. Da habe ich mir gedacht, super, was kommt jetzt? Ich gehe jetzt raus, denke ich mir, hält die mich fest, guckt mich verstört an. Nicht böse, aber verstört. Und fasst mir an die Brust. Ich so, das kann jetzt nicht sein, oder? Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, bin da, ich vertraue dir jetzt einfach. Hab die Brust hingehalten, meinte, da ist nichts. Die fühlt hier und meint, oh, da ist nichts. Lacht, entschuldigt sich. Ja. Und damit war die Situation geklärt. Es war zwar ziemlich komisch und eigentlich sollte es nicht so laufen. Und wem gibt das Recht, das sowas zu hinterfragen oder die Person anzufassen? Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach versucht, locker mit der Situation umzugehen, weil wenn ich jetzt schreiend rausrenne, ja, dann ist klar, irgendwas stimmt da nicht. Also, was kann man machen? Entweder man geht so ich locker mit der Situation um, redet gar nicht erst mit der Person und denkt sich so, lass die doch reden. Und ja, sag ich mal so, geht aufs Klo, macht sein Geschäft, geht wieder raus. Oder man rennt gleich raus, denkt sich so, nein, nein. Und das kann auch wirklich am Anfang passieren, wenn man sich sehr unsicher ist und das vielleicht mal die ersten zweimal aufs Männerklo geht. Das ist ja auch okay. Jeder hat also seine eigene Sache. Ich kann aber nur sagen, versucht locker mit der Situation umzugehen. Ja, so, dass auch niemand irgendwas denken könnte, vielleicht. Das war schon mal die Situation. Und dann
war das noch? Letztens, da war ich auch wieder auf dem Klo. Ja, das war am Dortmunder Hauptbahnhof und da wieder eine farbige Frau. Dann hat sie mich ernsthaft gefragt, sind Sie eine Frau? Ich so, nein, ich bin ein Junge. Bin dann aufs Klo gegangen, danach hat die nichts mehr gefragt. Ja, und da auch wieder ins Gespräch gehen und sagen, hör mal, so ist das nicht. Und schon ist meistens die Situation geklärt. Klar, das ist doof, dass man sich ständig rechtfertigen muss, aber diese Zeit wird vorbeigehen. Und ja, in der Zeit könnte man einfach ins Gespräch gehen. Ja, das waren erstmal mal wieder die unangenehmen Klosituationen. Ja, Arztgänge. Das ist auch immer so eine Sache. So, ich bin jetzt auf Testosteron und denke mir so, wird jetzt langsam komisch, auch bei meinem Hausarzt. Die wissen Bescheid, aber allerdings haben die mich, glaube ich, noch nicht so aufgerufen, weil die wissen zwar Bescheid, mein Arzt weiß Bescheid, dass das so und so ist. Und der ist auch voll nett und alles. Ich glaube, ich muss das mal den Sprechstundenhilfen sagen, weil sonst wird es langsam komisch. Die sind aber auch sehr nett und auch dort kann man wieder ins Gespräch gehen und den Personen sagen, so und so ist das. Klar, man denkt sich immer so, das jetzt sagen, wieder Kraft aufwenden. Schwierig, aber das Beste ist, man sagt es einfach. Ich bin auch immer in der Situation, denke so, schon wieder das sagen, ich lasse es einfach über mich ergehen. Aber letztendlich ist es einfacher, wenn man sagt, so ist es, dann ist man erlöst. Da muss man sich nicht jedes Mal denken, oh, ich sehe jetzt aus wie ein Mann, werde aber mit Frau aufgerufen. Und die Leute denken sich, hä, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und deswegen sollte man doch das Gespräch klären, die Situation. Ja, und oder man hat einfach Glück, dass man so einen Arzt hat, der nicht Frau oder Herr aufruft, sondern einfach für Kredele. Ja, so heiße ich mit Nachname. Ja, für Nachname. Und das wäre dann ist optimal. Das war gestern so bei mir. Das war dann optimal gewesen. Das ist super. Also das könnten eigentlich alle Ärzte machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, reden. Ja, dritte unangenehme Situation, die mir passiert ist, war, ich bin bei meiner Tante geoutet, aber nicht bei ihrem Freund. Meine Tante ist total beschäftigt, wir kommen nicht ins Gespräch und meine Tante reißt mir auch nicht den Kopf ab, aber sie hat es ihrem Freund nicht gesagt. Ich habe gesagt, hast du jetzt mal mit ihm darüber geredet? Hast du jetzt mal mit ihm darüber geredet? Und er ist wirklich nett, der ist super, kann man nichts sagen. Aber sie hat noch nicht mit ihm geredet. Und mittlerweile, ja, bin ich auf Testosteron. Und wenn es warm ist und ich extra eine lange Hose anziehen muss, dass man meine Beinbehaarung nicht sieht, dann ist es scheiße. Was aber auch richtig doof ist, wenn man weggeht und ja, man ist auf dem Festival. Und man muss dann extra aufs Frauenklo gehen. Meine Tante ist super, aber sie hat es noch nicht gesagt und das ist schwierig. Und ich muss ihr echt sagen, sag es bitte, weil es war so unangenehm für mich, aufs Frauenklo zu gehen. Da gehöre ich schon lange nicht mehr hin. Und wenn ich mit ihr alleine weg bin, dann ist ihr das wurscht. Nur sie hat es ihrem Freund nicht gesagt und das ist das Problem. Sehr unangenehme Sache. Fand ich doof. Ja. Was man da auch wieder machen kann, auch wieder reden. Wenn sie es ihrem Freund nicht sagt, dann werde ich einmal dahin gehen und mich mit den Leuten, mit ihm und ihr zusammensetzen und sagen, hör mal, so ist das. Ja. Was gibt es noch? Ja, ich bin auf Testosteron und ja, meine Eltern sagen jetzt nichts dazu und ja, alles gut so. Ja, nur man merkt eigentlich, dass meine Stimme etwas rauer wird und so weiter und so fort. Und ja, ich würde mir wünschen, dass sie sagen, oh,
deine Stimme wird etwas tiefer oder da ist doch irgendwas anders. Das Problem ist aber, mein Vater hat mir heute gesagt, ob ich Schnupfen habe. Also das ist so ein bisschen so, sie nehmen es nicht wahr und sie wissen auch gar nicht ganz genau, meine Mutter schon, mein Vater weiß ich nicht, was für Veränderungen da kommen. Ich habe es ihnen schon 3000 Mal gesagt, aber sie sagen, oder mein Vater sagt mir, ach, das wird nicht so sein bei dir. Und das ist etwas schwierig, denn ich möchte mich denen ja auch irgendwie mitteilen und sagen, hey, hör mal, das ist jetzt passiert und das ist passiert. Und das wird dann immer etwas abgetan, was etwas schwierig ist. Und ja, ist auch nicht gerade wundervoll. Ja, ich... Auch da kann man dann auch immer wieder versuchen, mit den Leuten zu reden und zu sagen, hör mal, so ist das. Ja, zeigt den Videos von Veränderungen, zeigt den Leuten Vergleichsfotos, wie du vor Testo ausgesehen hast und danach, also jetzt, wie auch immer. Bücher lesen, Information. Und ja, wenn das alles nicht reicht, nimm doch mal die Eltern mit zum Therapeuten und lass den Therapeuten nochmal erklären, was passiert da. Oder auch mitnehmen zum Endokrinologen. Meine Mutter war schon dabei beim Endokrinologen, mein Papa nicht. Dass die nochmal aufklären, denn das sind Ärzte, die sagen, so ist es, das wird sich nicht ändern. Ja, ich werde auch nochmal mit meiner Therapeutin darüber reden und gucken, ob ich meine Eltern nochmal mitnehmen kann, weil ich will schon, dass sie es verstehen, was sich verändert und dass das nicht ist, weil ich gerade Schnupfen habe. Ja, gibt es noch irgendwelche unangenehmen Situationen, die ich neu aufklären will? Ja, noch eine unangenehme Situation ist, ich mache jetzt meine Ausbildung und komme ja an eine Schule. Und ein Vorteil ist, ja, die sind frei von allem. Du kannst alles sein. Und die haben sogar ein Klo für Männer und Frauen zusammen. Die haben immer Männer und Frauen und dann haben sie nochmal ein Klo für Männer und Frauen zusammen. Ja. Das fand ich dann auch total super. Und dann haben die mir auch noch einen Text vorgelesen, wo das da drin stand. Und ich so, wow, Hammer, das wird chillig. Ja, was habe ich gemacht? Da war so ein Auswahltag und ich bin quasi Alten nicht dorthin gegangen, weil ich mich auch so beworben habe. Habe ich mir gedacht, entweder ich oute mich jetzt oder nicht. So, da ich mir aber dachte, das sind 60 Leute, ja, und ich werde nur noch 30 davon wiedersehen bei diesem Auswahlverfahren, werde ich mir diese Kraft nicht aufwenden. So, habe das dann über mich ergehen lassen, habe mir die Sachen angeschaut, habe versucht, die Leute einzuschätzen. So, dann musste ich die ganzen Sachen für die Anmeldung abschicken und dass ich in die Kartei eingetragen hatte. Ich habe den Ergänzungsausweis und habe es mir ganz einfach gemacht. Da ich wusste, ja, die Schule ist so aufgelegt, ja, habe ich einfach den kopiert. Ich habe meinen Namen, so wie ich jetzt heiße, Jess Brandon, dort eingetragen und Ergänzungsausweis kopiert und mitgeschickt. So, in der Hoffnung, dass alles so klappt, die mich so in die Kartei aufnehmen. Ja, und nicht am ersten Schultag irgendwie so ein Kärtchen an meinem Tisch mit meinem alten Namen steht. Das wäre hammermäßig schlecht. Ich bin momentan in der Einschätzung, dass das alles klappt. Es kam keine schlechte Rückmeldung und so weiter und so fort. Hab da aber wirklich Angst, weil, ja, dann bin ich auch schon 2 Monate auf Testosteron und ich will nicht, dass dieser alte Name da ist. Ich möchte einfach nur als Jess ankommen. Mehr nicht. Ja. Also meine Therapeutin hat mir geraten, was auch sehr sinnig ist. Findet es gut, dass ich das alles schon so gemacht habe. Aber einfach 1-2 Tage vorher im Sekretariat anrufen, nochmal die Sache abklären, fragen, ist das alles so?
geht das alles klar. Ja, ist dann für mich auch wieder so eine Sache. Schon wieder anrufen, schon wieder was sagen. Aber ganz ehrlich, auch wie alle anderen Sachen, die ich gesagt habe, klären. Situation klären, mit der Person sprechen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Heißt, ich werde dort anrufen und nochmal nachfragen. Dass dann auch wirklich am 29. August alles in trockenen Tüchern ist. Ja, genau. Das werde ich tun und was kann ich sagen, um unangenehme Situationen zu vermeiden? Reden mit den Personen. Situation einschätzen, wie sind die Menschen aufgelegt und dann schauen, dass man mit den Menschen redet, um diese Situation zu vermeiden, weil es dann einfacher ist. Man hat die Wahl, entweder man outet sich nicht oder man outet sich. Ja, es ist beides etwas schwierig, aber wenn man dann auf Dauer einfach so leben kann, wie man will, ist es doch besser, die Gespräche zu suchen. Früher oder später. Leute, das war's von mir zu dem Thema, denn weil wenn ich jetzt noch weiter rede, wird das Video noch länger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen aufklären. Ciao, Leute.